Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Yoshi's Crafted World. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich hoffe, euch geht's gut und schönen guten Mittag. So, ich bin Discord drinnen. Wieso bin ich in Discord drinnen? Ich habe Discord bei mir halt nicht mal offen, aber trotzdem bin ich da drin. Und dann können Super Seminole schon mal, dass jemand einfach random da nice holt. Und das ist echt nicht feierlich. Ich muss mich gespannt. So, jetzt habe ich mich auf Discord mal gemutet und bin raus aus dem Voice Channel. Und irgendwie tue ich laut Discord gerade was reiben, obwohl ich halt gar keine Taste drücke oder irgendwas. Auch das ist eine durchaus sehr interessante Tatsache. Egal, ich schließe Discord einfach und wir machen nichts sagend hier oben weiter hinter dem Sui, was auch immer Sui genau bedeuten soll. So, ihr seht schon, ich bin motiviert. Ja, Hashtag motivierter denn je. Zumindest nehme ich mir vorab, jetzt immer motivierten Content zu bringen, sodass ihr zufrieden seid, sodass ich zufrieden bin, sodass die ganze Welt zufrieden ist. So ist zumindest mein Plan. Ich habe zum dritten Mal hintereinander die T-Shirt an bei einer Let's Play. Ihr seht schon, beste Voraussetzung. So, dieses Level ist creepy, weil hier sieht man halt irgendwie alles nur halbert. Man muss trotzdem schauen, dass man irgendwie dieses scheiß Level zu Ende bringt. Das ist nicht jedermanns Sache. Zum Beispiel gibt es hier irgendwo eine Grenzeblume. Zum Beispiel hier. Ah, fuck, hier unten. Und dann holt man sich hier einfach, so wie hier. Et voilà. 7 Kinder und kein Papa. So ist veräßert nicht. So, hier gehen wir jetzt einfach mal weiter, weil sonst, wenn wir hinten stecken bleiben, ist auch nicht. Also, ich bin nicht der so krass große Fan, wenn ich ehrlich gesagt sein soll. Von solchen Leveln, wo man unter so dimensen Zeitdruck sieht, dass man hier irgendwie vorne, hinten, links und rechts nicht vorankommt. Deshalb bin ich gerade auch so scheiße. Also, da bitte einfach nicht wundern, wo gäbe ich jetzt hier die eine Grenzeblume? Toll. Jetzt bin ich hier irgendwo weg.de. Also seht schon, ich hab's nicht ganz so mit diesen Leveln, wo es irgendwas fortbewegt, aber solange man da einfach da. Oh shit, die habe ich nicht gesehen. Junge, soll ich das riechen oder was? Hä? Soll ich die riechen? Hallo, was hat mich denn hier jetzt? Es geht mir hier alles einfach gerade viel zu schnell. Wieder irgendwo eine Grenzeblume vergessen, legendärerweise. Aber das geht alles so total schnell hier. Aber es macht da nichts, ne? Ja, ich wollte eigentlich mir ein Topic überlegen. Von heutigen Part habe mich aber letztlich, keine Ahnung, irgendwie jetzt dann doch keine so großen Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Bezüglich eines Themas für den heutigen Part, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wie gesagt, ich plane die Projekte wieder täglich zu bringen. Mal haut's hin, mal haut's nicht so hin und da wieder Topics ranzubringen. Also ich will einfach guten, professionellen, besseren, das tat weh, beinahe zumindest Content bringen. In Zukunft, ich weiß, das sagen viele, ich weiß, das gerade auch ist oft, will ich aber tatsächlich jetzt wirklich schauen, dass ich das hinbekomme. Weil YouTube macht Spaß. YouTube will ich weiterhin nutzen. Also aktiver vor allem da mitgestalten und Let's Plays machen und schlag mich tot. Na, wisst Bescheid. So, hier gibt es einen Haufen Münzen. Die crappen wir uns manchmal zum Teil noch. Nicht hier hängen bleiben. Na, doch jetzt hier hängen bleiben. Scheiße. Hallo! Gut, jetzt werden wir das Ei wieder hin transportiert. Ihr seht schon, es ist manchmal ein bisschen kompliziert hier alles. Manchmal.
Vor allem, wie gesagt, ich glaube, wo ich immer hier vorne, links, hinten, rechts und sonst wo schauen muss, ist das ein bisschen kompliziert, aber es ist machbar. So, und ich denke mal, hier wird das Ziel kommen. Ich kann nicht weiter vorausgehen, dass das Ding hier langsam... Oh nee. So früh auf... Ach Gott. Ich dachte gerade, hier würde irgendwas total Heftiges kommen. War dabei irgendwie Boss oder sowas da dabei. Muss auch nur einmal dagegen bumsen und dann ist das Ding hier so weg, ne? Aber das ist jetzt nicht wirklich so die krasse Schwierigkeit hier. Yay. Das haben wir gut gemacht, I would say. Und freuen uns, dass wir im Ziel sind. Wunderbärchen, Wunderknärchen, Supidupi, Supidupi. Ihr seht schon, meine Wortwitze hier sind mal wieder oberste Kanonesahne. Ihr wisst es alle. Okay, nein, das sind die eigentlich ja nicht, aber weiß ja keiner. So, und weiter geht's ins Hinterland mit Herr von Samurai Schloss. Mal schaut, was wir in dem Schloss jetzt so alles hier erreißen werden. Ich bin gespannt. Und hab auch ein bisschen Respekt davor. Ein kleines bisschen zu bin ich tatsächlich. So, Jesse. Wow, wow. Für diese Aktion einfach mal ein Like da lassen, Leute. Ne? Das... Ja, ist das schön, das war es mal wieder komplett. Ich liebe dieses Level, die gleich mal anfangen. Lol. Lol. Okay, sowas hier ist lol. Okay, hier fallen so langsam schon die Decke ab hier, da muss man aufpassen. Dass man nicht gerade im Moment da steht. Das war so jetzt nicht gedacht und das eigentlich ja auch nicht. Upsalala. Nope, hier gibt es irgendwo Grinseblume. Eine Grinseblume, die deinen Namen trägt. Da warte mal, was die gerade für eine Scheiße eigentlich sind, ne? Irgendwo ist hier eine Grinseblume. Eine grinsige Grinseblume, aber es gibt kein Palo. Ich bin einfach gerade noch viel zu benebelt, um hier irgendwas zu erkennen. Der fuck ist das hier? Okay, etwas, das kann keinen so großen... Ah! Ich verstehe etwas, auf das man einfach drauf muss. Dass man dann hier drauf kommt. Um dann hier drauf zu kommen. Um dann hier drauf zu kommen. Nein, so war es tatsächlich nicht geplant. Um dann hier drauf zu kommen. Um dann davon hier drauf zu kommen. Um dann davon hier hochteleportiert zu werden. Und mal dieses Jahr so eine fliegende Scheiße etwas hier haben. Was aber souveränerweise noch bekommen. Um dann hier hinzukommen. Wo wir so einen Checkpoint erreicht haben. Dann geht's ja doch richtig weiter. Na, diese Dinger, die machen mich erst fertig. Treffen mich so gut wie jedes Mal leider Gottes. Was erst nicht feierlich ist. I'm gonna tell you. Gut, hier geht irgendwie gerade nichts ab. Vielleicht muss man hier zuerst nach unten. Und dann jetzt das hier so nach A. Und jetzt das hier so. Hier geht es wiederum nichts. Ah ja. Ach so, nee, und jetzt hat, ich verstehe, weil jetzt hat, kann man das hier. So nach oben gehend machen. Und et voilà.
die wäre jetzt eine Grinseblume drin. Und doch wohl. So früh gefreut. Safe müssen wir dann hier hoch und hier haben wir sie. Und die grinzige Grinseblume. Haha. Dieser Wortwitz war wieder legendär und hallo du scheiß Niaspacko hier. Hier gibt es ja sogar so eine Station. Da hinten gibt es sogar auch noch eine und das bestimmt alles auch nicht ohne Grund. Wenn ich ein paar Sachen umhauen muss, kann das sein. Wie läuft der Hase hier? Uff. Ah, so läuft der, okay. Nett, dass sie auch nochmal eine Station für diese Eier hingestellt haben. Und hier gibt es irgendwo eine weitere Blume und man braucht einen Schlüssel. Okay. Der ist da unten. Das heißt, wenn wir das hier so drehen, läuft der Hase so, dass das Ding oben ist. Wenn wir es so drehen, läuft der Hase, dass das Ding da unten ist. Ich verstehe, wie es geht. Bro. Es ist eigentlich erst nicht schwer. Es ist that simple that you can't believe it. So, wir gehen nämlich jetzt hier hin. Tun von hier hinten das Ding hier einmal umdrehen. Dann kommen wir hier so runter. Schnappen wir uns einen Schlüssel. Denken uns da, fuck, wo soll die eine Blume sein? Denken wir noch einen Scheiß drauf. Holen uns hier den noch ein paar Eier sind hier. Und voilà, legendärerweise machen wir die Tür auf und freuen uns in Lenz. So, dann hier einfach mal nicht treffen lassen. Merci beaucoup. Und hier einfach mal legendärerweise noch nicht nach oben gehen. Erstmal hoffen, dass man jetzt nicht weiter dran verreckt. Man tut es sogar doch. Die Doktorweise hier rangehen, um sich die nächste Grenzeblume zu holen. Yay! Dann hier warten wir ein kleines Stückerl. Und denken uns hier nur so, aua. Und tun jetzt hier nach oben springen. Yikes. So, wie sie läuft hier jetzt da? Ach Gott, hier oben geht's ja weiter. Nee, alles gut, hab mich hier ein kleines bisschen nur ver... Ich komm hier jetzt raus, ne? Ah nee, das ist... Ah, ist... Agapito. Nee. Ich nicht verstehen. Wie der Hase läuft. Doch, ich verstehe, wie der Hase läuft. Muss das so machen, damit man hier so weitergehen kann. Ah, ganz intelligent. Nee, hier muss man auch mal drauf kommen. So, Eier. Eier. Okay, auch nice. Schuss. Alter, schieß mich hier nicht andauernd ab. Hier, du Spacken. Hast du es nicht verdient, mich abzuschießen, ja? Gut, die Grenzeblume haben wir auch. Et voilà. Hier ist wieder so einer von den Spasten. Aber das können wir ruhig mal laufen lassen. Als ob der mich hier drunter geschmissen hat. Ich glaube, wir müssen nur irgendwie von einem zum anderen rüberspringen. Und die müssen alle von den Dingern treffen. Ja, das war's halt jetzt ganz heiße. Ich geb's dazu. Wie das auch gerade die Sanzeise war. Können wir vergessen. Dazu haben wir uns viel zu inkompetent angestellt. Aber irgendwo auch verdient. Aber wo man sieht, erstmal die neuen Leben. Wunderbar. Gehen jetzt hier durch. Dann knallen wir den Zalter hier um. Alter, ich habe ja nicht mehr viel Stuff. Komm. Yossi.
Ja. Gut. Aber ich glaube, so wollen die es irgendwie irgendwo auch. Und dann müssen wir jetzt hier auch springen. Ah ja. Seht ihr, das ist gar nicht so leicht, wenn man sich überlegt, wie rum man hier alles drehen muss. Und oh Gott, hier kommt ein Boss, oder? Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für einen Boss. Nee, ich gebe nichts auf. Meine fiesen Fallen werden jetzt verdient. Ja, das glaube ich auch ein bisschen so. Naja, mal sehen, wie wir uns gegen den Boss hier jetzt schlagen werden. Ihr seht, es wird also noch spannend. Und ja, das machen wir auch noch in dem Part. Geil, ne? Ich glaube, hier muss man im Prinzip eigentlich hier nur logisch ein bisschen... ...dran arbeiten und hoffen, dass er das hier nicht trifft. Und da muss man einfach vermutlich dann nur dreimal hitten. Und was ist hier jetzt los? Ah. Okay, ich glaube dieser... Ja. Und unser Bruder. Erstmal hier einmal Sack Boom Bang. Hi. Ja, nee, hier, wir treffen dich jetzt. Hier gibt's keinen Baum. Und ich glaube, einmal müssen wir den Typen sogar noch treffen. Nur einmal, bis jetzt, easy Boss. Meine Kleine muss mal ein bisschen rumschieben, aber das ist jetzt halt eigentlich nicht so krass complicated. Rein da. Wenn man nicht gerade im falschen Loch steht. Haha, Loch. Ah, gut, hier muss das hier nach unten. Okay, war es jetzt halt leider im Falschen unmöglich rauszukommen, wenn man einmal drin ist. Gut. Ach, ich hatte das mindestens mal. Ach Gott, ich verstehe es. Okay. Bro. Ich muss einmal durch diese Tür zumindest mal durchgehen, um die halt so zu öffnen. Dann... müssen wir gleich hier raus. Okay, das haben wir hier einfach seitlich nicht mehr geschafft. Unmöglich. Gut, jetzt ist dieser Bums hier unten. Dann kommen wir jetzt hier durch und können den hier nach... gut. Da können wir den Bums hier nach rechts befördern. Jetzt ist das alles ein bisschen trickier, das Ganze. Boah. Das war gerade wieder scheiße knapp hier. Befördern wir den nämlich wieder hier hin. Und hoffen, dass hier jetzt genau nicht unsere Wand drankommt, die jetzt aber drankommt, aber davor war... Ja, hier kommt jetzt alles dran. Aber wir sind gut ausgewiesen. Muss man so lassen. Und jetzt komme ich hier endlich den Typen erledigen. Und damit ist dieses komische Ding, was auch immer es war, weg. Und zwar war dieser Boss auch nicht gerade wirklich. So, jetzt habt ihr ein bisschen so mitgedacht, also gehört, was ich so mitgedacht habe. So, was machen wir jetzt, was machen wir als nächstes? Wo immer ich diese drei, den Zoom her habe, ich bin froh. Okay, Herr Samurai war das hier, gegen den wir gekämpft haben. Herr von Samurai. So wird dieser Part dann vermutlich auch irgendwie heißen, ne?
weil dann haben wir Erfolg, das geschafft zu erledigen. Ich glaube, damit haben wir auch erfolgreich geschafft, diese Welt hier abzuschließen, ne? Sieht zumindest ein bisschen so aus. Dann schauen wir doch mal hierhin weiter. Und die habe ich gerade so da. Na dann, 15 Grinseblumen für dich. Jetzt müssen wir dann ab dem nächsten Part wieder heftig viele Grinseblumen sammeln. Damit wir noch irgendwie vorankommen. Und ja. Koffer. Mit dieser sehr schönen Rumpelzungel geht es dann im nächsten Part von Yoshi's Crafted World weiter. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.